Als nächstes spricht zu uns Frau Abgeordnete Schott für die Fraktion Die Linke. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! 1972 stellte der Club of Rome seine Studie zur Zukunft der Weltwirtschaft vor. Die Grenzen des Wachstums haben die Diskussion über Ökologie und Ökonomie angefacht. 1992 wurde mit der Weltkonferenz Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen, der sogenannten Rio-Konferenz, ein weltweiter Startschuss gegeben, die Doppelkrise von Ökologie und Ökonomie anzugehen. Die nachhaltige Entwicklung wurde als Leitbild formuliert. Heute, 25 Jahre und drei UN-Konferenzen später, sprechen wir von einer Vielfachkrise oder multiplen Krise. Am Grundproblem hat sich kaum etwas verändert. Das Verhältnis von Ökologie und Ökonomie war die ganze Geschichte der Industrialisierung über krisenhaft. Mit Wetterkatastrophen, Artensterben, flüchtenden Menschen, Altersarmut, Bankenrettung und prekären Beschäftigungsformen sind Krisen weltweit Alltag geworden. Nicht nur Ökos oder Antikapitalistinnen teilen, dass sich an der Art und Weise, wie wir Waren produzieren und Dienstleistungen bereitstellen und Mehrwert schaffen, kurz wie wir wirtschaften, etwas ändern muss. Die Einsicht, dass wir den Klimawandel nicht weiter anfeuern dürfen, den Ressourcenverbrauch einschränken, die Lebensräume für Pflanzen und Tiere und Menschen schützen müssen und unser Wirtschaftssystem ändern müssen, wird von der Mehrheit der Menschen geteilt. Betrachtet man die verschiedenen Krisenmomente, so wird deutlich, dass es eigentlich eine Absage an die Intelligenz ist, weiterhin an der Vorstellung eines Wirtschaftssystems festzuhalten, das strukturell von einem nicht enden dürfenden Wachstum abhängig ist. Papst Franziskus hat dazu klare Worte gefunden. Der globalisierte Kapitalismus steckt in der Krise. Eine allein profitorientierte Marktwirtschaft bringt neben Wachstum mehr Gewalt und Kriege, mehr soziale Ungleichheit, mehr Umweltzerstörung und verstärkten Klimawandel. Er sagt dazu, die Umwelt ist eines jener Güter, die die Mechanismen des Markts nicht in angemessener Form schützen oder fördern können. Wieder einmal ist es gut, eine magische Auffassung des Marktes zu vermeiden, die zu der Vorstellung neigt, dass sich die Probleme allein mit dem Anstieg der Gewinne der Betriebe oder Einzelpersonen lösen. Soweit der Papst. Kein Green New Deal, nicht mehr Markt oder mehr Technik werden Klimawandel, Artensterben, Hunger und Armut beseitigen. Das kann nur mit politischen Eingriffen gelingen. Wer in dieser Zeit sich dramatisch zuspitzender Krisen über Ökologie und Ökonomie spricht, dabei aber weder Themen wie Industriepolitik, Postwachstumsstrategien, Verteilungsgerechtigkeit und Eigentumsverhältnisse anspricht, hat grundlegend nicht verstanden, vor welchen Herausforderungen wir stehen. K&S, Frau Ministerin, ist nun wirklich nicht eines meiner Lieblingsthemen, aber ein besonders drastisches Beispiel für das industriepolitische Versagen der Hessischen Landesregierung. Mit Ihrem Vierphasenplan wurde der Ausgleich von Ökonomie und Ökologie auf einen Zeitpunkt verlegt, an dem die ökonomische Nutzung der Ressource Kalisalz abgeschlossen sein wird. Das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Das Einzige, was hier nachhaltig geschieht, ist die Einleitung von Salzlauge in die Flüsse. Wenn ein besserer Zustand der Werra erst nach dem Ende der Kaliproduktion realisiert wird, ist das keine wegweisende Politik, sondern Politikversagen. Und wenn es noch einen besseren Beleg bräuchte, wie absurd Ihre Auffassung der Verknüpfung von Ökologie und Ökonomie ist, dann ist es Ihre Feststellung, dass mit der Haldenabdeckung die Ewigkeitslasten für Jahrhunderte begrenzt würden. Richtig ist, dass mit der Aufhaltung der Reststoffe Ewigkeitslasten für Jahrhunderte erst geschaffen werden. Das müsste nicht sein, wenn Sie K+S zu einer rückstandsfreien Kaliproduktion verpflichtet hätten. Das ist Stand der Technik. Nicht Stand der Technik ist die Abdeckung der großen und steilen Salzhalden, um das Entstehen von Salzabwasser zu verhindern. Das wäre technisch eine absolute Neuheit, von der nach wie vor Jahren K+S selbst gesagt hat, dass eine Abdeckung der Halden in Hessen technisch nicht möglich sei. In unserer Großen Anfrage zur Halde Hattorf haben wir danach gefragt, ob der Landesregierung eine Abdeckung einer Rückstandshalde mit ähnlich steilen Flanken bekannt sei.
Ja, ist die Antwort. Ich zitiere aus der Großen Anfrage. Am Standort Siegmundshall der K+S Kali GmbH bei Bockenlohe in Niedersachsen wurde eine vergleichbare Rückstandshalde bereits teilweise über die gesamte Flankenlänge im sogenannten Dünnschichtverfahren abgedeckt und begrünt. Und weiter. Dieses Verfahren ist grundsätzlich auch für die hessischen Standorte an der Werra vorgesehen. Es wird noch eingeräumt, dass das Verfahren noch nicht Stand der Technik sei. Es handelt sich also um ein Versuchsstadium. Kein Wort von der Ministerin darüber, dass dieser Versuch grandios gescheitert ist. In 2010 ist ein größerer Teil der Halde bei Borkhole nach starken Regengüssen abgerutscht und hat eine Kreisstraße unter sich begraben. Aber auch das habe ich hier schon einmal gesagt, aber dazu kommt dann nur Schweigen aus dem Umweltministerium. Die Abdeckung solch großer und steiler Halden ist keine Lösung, sondern ein Experiment. Und Sie, Frau Ministerin, führen dieses Experiment als Schutz des Trinkwassers vor Salzabwasser für die nächsten Generationen und als gelungenen Beitrag dazu an, Hessen zukunftsfähig zu machen. Das ist doch absurd. Aber es kommt noch besser. Ebenfalls teilt uns das Umweltministerium in der Antwort zu unserer Großen Anfrage mit, dass die Abdeckung mit Aschen und Schlacken aus Müll und Kohleverbrennung erfolgen solle, weil diese sich durch Wasser verfestigen. Man braucht wirklich riesige Mengen an Aschen und Schlacken. Wie viel genau, kann im Moment noch niemand sagen. Die Halden sollen ja noch erweitert werden. Daher weiß man gar nicht, wie groß das sein wird. Nach dem Bewirtschaftungsplan soll die Haldenabdeckung während der Produktionsphase beginnen und in der Nachbetriebsphase im Jahr 2075 abgeschlossen werden. Frau Ministerin, selbst nach Ihrem eigenen bescheidenen Klimaschutzplan soll es ab 2030 keine Aschen aus Kohleverbrennung mehr geben, weil die Kohleverbrennung nicht mehr da sein soll. Der Hausmüll soll bis dato deutlich weniger werden, weil wir die Recyclingquote steigern wollen. Das sollten Sie als Umweltministerin doch bitte schön wissen. Und woher soll dann das Material kommen, mit dem Sie da abdecken? Darüber hinaus sind die Aschen und Schlacken, die Sie vorschlagen, mit Schadstoffen behaftet. Da sind z.B. Schwermetalle drin. Und damit wollen Sie die Abdeckung machen, die dürfen Sie doch gar nicht einsetzen. Aber auch das müsste Ihnen bekannt sein, Frau Ministerin. Letzte Woche glänzte K+S in der Börsenberichterstattung mit der Meldung, dass die Gewinne im vierten Quartal 2017 überproportional gesteigert wurden und die Dividenden entsprechend erhöht werden konnten. Grund dafür sei neben der positiven Entwicklung der Marktpreise auch die Kostenreduktion bei der Abwasserentsorgung. Glückwunsch, Frau Ministerin! Anstatt die Umweltschäden einzugrenzen und die allgemeinen Güter, Boden, Grund und Trinkwasser zu schützen, haben Sie zur Gewinnsteigerung bei K+S beigetragen. Das ist ein Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökonomie ohne Ökologie. Leider sichern Sie damit noch nicht einmal längerfristig Arbeitsplätze. Vielmehr verhelfen Sie Goldman Sachs, Blackrock Rocks Capital und der Deutschen Bank kurzfristige Profite. Institutionelle Anleger halten 58% der Aktien. Profitsteigerung bei Banken und Kapitalanlegern. Das ist abstrakte Reichtumsproduktion, von der in der Region niemand etwas hat. Höhere privatisierte Gewinne bei konstant hoher Schädigung von Umwelt- und Allgemeingütern sind ein sicherer Indikator dafür, dass ein Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie nicht stattgefunden hat. Kommen wir zu einem anderen Thema, das Sie auf Ihrer Homepage beitragen zu der Zukunftswoche Ökonomie und Ökologie. Das ist nämlich der Flughafen Frankfurt. Da sei es leiser geworden. Allen Ernstes will uns die Landesregierung ihre Flughafenpolitik als einen Beitrag zum erfolgreichen Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie verkaufen. Im Bannwald, im Treburger Oberwald, hängt derzeit ein Transparent zwischen Bäumen, auf dem steht, noch mehr Flughafen braucht kein Mensch, Terminal 3 stoppen. Kritisiert wird der Bau eines internationalen Kaufhauses, an das ein Flughafen angeschlossen ist. Genau das ist es, was Fraport mit dem Terminal 3 baut, ein Kaufhaus mit angeschlossenem Flughafen, für dessen Zufahrt die Bäume im Bannwald fallen sollen. Das ist Ihre Ökologie. In diesem Kaufhaus für Luxusartikel wird kaum jemand aus der Region einkaufen. Der Gebrauchswert für die Menschen vor Ort geht gegen Null. Die Aktivistinnen haben recht, wenn sie sagen, dass wir nicht noch mehr Flughafen brauchen. Das ganze Projekt dient in erster Linie der Reichtumsproduktion. Aber vor diesem Reichtum bekommen die Menschen in der Region
außer vielleicht einem Zuschuss für ihren Lüfter im Schlafzimmer so gut wie nichts ab. Mit dem Flughafenausbau reagiert die Fraport nicht auf eine steigende Nachfrage, sondern schafft die Möglichkeiten, anderen Flughäfen die Kunden abzuwerben. Das Argument der Konkurrenzfähigkeit wird hier von der internationalen auf die nationale bis hin zur regionalen Ebene verlagert. Dass Ryanair nach Frankfurt kommt, besiegelt das Ende des Flughafens Frankfurt-Hahn. Das hat mit einer internationalen wichtigen Umsteigefunktion nichts zu tun. Das ist reine Standortkonkurrenz, jetzt auch noch auf regionaler Ebene. Das vernichtet Arbeitsplätze im Hunsrück, macht dort eine bestehende Infrastruktur überflüssig und konzentriert Fluglärm in der Region Rhein-Main. Es ist also weder sozial noch ökologisch sinnvoll. Zudem wurde mit dem Billigflieger in Frankfurt ein Unterbietungswettbewerb zulasten der Beschäftigten, zulasten der Nachtruhe und zulasten der Umwelt in Gang gesetzt. Ihre Politik, Frau Ministerin. Dafür, Frau Ministerin Hinz und Herr Minister Al-Wazir, hätte es keine Grünen in der Landesregierung gebraucht. Das hätte die CDU auch ganz alleine hinbekommen. Es ist völlig unverständlich, warum die Grünen-Minister ihre Amtszeit nicht dazu genutzt haben, Grundlagen für einen sozial-ökologischen Wandel zu legen. Warum beauftragt das Verkehrsministerium keine Studie über die Warenkosten der Verkehrsträger? Wenn wir wissen würden, was der geflogene Kilometer im Vergleich zum Bahnkilometer an Umweltkosten verursacht, hätten wir doch eine ganz andere Verhandlungsposition gegenüber der Luftfahrtlobby. Warum weigert sich die Landesregierung seit 10 Jahren, eine umweltökonomische Gesamtbilanz für Frankfurt zu erstellen? Und warum hat die Umweltministerin kein Interesse daran, die Folgekosten aus dem Kalibergbau zu evaluieren? Es ist doch völlig absurd, dies alles nicht zu machen, sich aber dann zum Greenwashing der CDU vor deren Karren spannen zu lassen. An keiner Stelle Ihrer Ausführungen, Frau Ministerin, gibt es einen kritischen Blick auf die Endlichkeit von Ressourcen, auf die Grenzen des Wachstums und der Notwendigkeit, den Übergang in eine Wirtschaftsweise zu schaffen, die auch ohne stetiges Wachstum stabile gesellschaftliche Verhältnisse ermöglicht. Um Alternativen überhaupt nur zu erkennen und benennen zu können, braucht es eine radikale Kritik am Bestehenden. Es bedurfte nicht noch dieser Regierungserklärung, um zu zeigen, wie weit die Landesregierung von einer kritischen Reflexion der Verhältnisse entfernt ist. Wie fast alle Regierungserklärungen der letzten Jahre ist auch diese Teil einer Dauerwerbeschleife der Landesregierung in einem marketinggetriebenen Politzirkus. Wie an dem Beispiel Kali und Salz und Frankfurter Flughafen zu sehen ist, trägt die Wirtschafts- und Industriepolitik der Hessischen Landesregierung zur Verlängerung der Krisen bei. Sie nutzt vor allem einer abstrakten Reichtumsproduktion, aber nicht dem sozial-ökologischen Umbau. Nicht die Frage, wie wir Kalidinger unter möglichst geringen Schädigungen der Umwelt und über viele Jahrzehnte herstellen und dabei Arbeitsplätze sichern, oder wie wir eine gute Mobilitätsversorgung der Bevölkerung erreichen, steht im Vordergrund. Im Vordergrund steht die Verbesserung der Standortkonkurrenz durch Lohndrückerei, Prekarisierung der Arbeit und Ökodumping. Profite treiben die Industriepolitik für K+S, und Gleiches treibt den Ausbau des Frankfurter Flughafens. Es geht um mehr als nur Ökologie und Ökonomie in einen Ausgleich zu bringen. Der auch von der Landesregierung nicht bestrittene notwendige ökologische Umbau der Wirtschaft geht nur sozial. Die Frage nach einem Ausgleich von Ökologie und Ökonomie kann als Antwort nur eine nachhaltige Produktionsweise im Rahmen eines sozial-ökologischen Gesellschaftsumbaus haben. Gute Arbeit als Leitbild einer Erwerbsarbeit, die soziale Sicherheit, gesundheits- und qualifikationsförderliche Arbeitsbedingungen sowie Spielräume der Persönlichkeitsentwicklung zu verbinden sucht, ist dabei ein wichtiges Element. Und die Arbeit muss den Ruhestand sicher finanzieren. Das ist eine Mindestanforderung an die Ökonomie. Ich bin gespannt, ob sich die Landesregierung in der Debatte zum Vergabegesetz, unserem Gesetzentwurf für einen Mindestlohn, der Altersarmut wirksam verhindert, als Kriterium für die Vergabe von öffentlichen Aufgaben anschließt. Die komplexen Problemlagen der multiplen Krisen erfordern einen sozial-ökologischen Gesellschaftsumbau, und den werden die Menschen nur mittragen, wenn sie auch an dessen Gestaltung beteiligt werden.
Es geht Ihnen nicht um nette Mitmachangebote, wie sie die Landesregierung andauernd in den letzten Jahren angeboten hat, die nachher ohne alle Konsequenz geblieben sind. Es geht um eine radikale Demokratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche, einschließlich der Industrieproduktion. Ohne diesen Schritt werden die Menschen zu bloßen Objekten von Modernisierungsstrategien, und sie werden diese ablehnen. Das würde die Folge davon sein. Und die Skepsis der Menschen gegen Modernisierungsstrategien wird geschürt durch politische Eliten, z.B. im Dieselskandal, wo die Verursacher in Politik und Wirtschaft bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen worden sind. Aber die Menschen da draußen, deren Autos komplett entwertet worden sind, beobachten diese Prozesse sehr genau. Durch absurd skandalöse Lobbypolitik, wie bei der Verlängerung der Genehmigung von Glyphosat durch den Monsanto-Minister Christian Schmidt, durch die Politik des hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministers gegenüber der Fraport oder der hessischen Umweltministerin gegenüber Kali und Salz. Die Menschen schauen hin, was sie da tun. Mit Ulrich Brandts Worten werbe ich für einen radikalen ökonomischen Paradigmenwechsel im Sinne einer sozioökologischen, feministischen und demokratisch fundierten Neuorientierung aller vorherrschenden Produktions-, Distributions-, Austausch- und Konsumformen. Ein solcher Paradigmenwechsel muss auf eine Stärkung des Ressourcen- und Energieverbrauchs, auf eine Senkung des Ressourcen- und Energieverbrauchs bei gleichzeitigem Aufbau eines alternativen und nachhaltigen Energie- und Mobilitätsmodells sowie den Aufbau und Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft abzielen. Nicht alles, was hergestellt und verkauft werden kann, muss auch hergestellt und verkauft werden dürfen. Auch wenn Verbote nicht sexy sind und unter gegebenen Umständen nicht durchsetzbar sind, gehört es aus meiner Sicht zu einem Politikverständnis, für bestimmte Verbote einzustehen und zu werben. Die Produktion und der Verkauf von Kaffeekapseln gehört sicher nicht zu den Dingen, die wir auf dieser Welt brauchen. Es gibt viele Methoden, tollen Kaffee zuzubereiten. Und anschließend kämpfen wir dann mit dem Abfall. Und da ist es ganz, ganz besonders existenziell. Wir brauchen eine Konversion der Rüstungsindustrie. Denn hier werden Dinge produziert, die wirklich niemand braucht, und das auch in Hessen. Diese Landesregierung bleibt stattdessen bei Mehrweg-Kaffeebechern stehen. Damit halten Sie den Klimawandel nicht einmal eine Sekunde lang auf. Für Weitblick, kritische Debatten und sicheres, zielgerichtetes Handeln, um Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen, fehlt es Ihnen an Ideen und an Mut, bedauerlicherweise. Vielen Dank, Frau Schott. Als Nächstes spricht zu uns Frau Kollegin Knell für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregierung hat sich beim Thema der heutigen Regierungserklärung einmal wieder selbst übertroffen. Mit Ökologie und Ökonomie Hessens Zukunft sichern. Ich kann nach den ganzen Redebeiträgen eigentlich schon Ökologie und Ökonomie gar nicht mehr hören. Aber übersetzt heißt es eigentlich, wie kriegt man Schwarze und Grüne unter eine Überschrift, damit Volker Bouffier Ministerpräsident bleibt. Eine Neuigkeit, über die das Parlament unterrichtet werden müsste, ist der Inhalt dieser Regierungserklärung jedenfalls nicht. Das sieht man ja auch an dem Interesse der Pressevertreter, dass auch da nicht mehr so viel erwartet wird. Es ist vielmehr der Versuch einer positiven Regierungsbilanz. Sie benutzen die Bühne des Plenums hier für die PR-Arbeit der Landesregierung. Aber ich stelle schon zu Beginn meiner Rede fest, dass Ihnen das zumindest bei uns nicht gelungen ist. Glauben Sie denn wirklich, dass die positive wirtschaftliche Entwicklung in diesem Land durch Klimaschutzplan, Ökolandbau und die Transferstelle für Klimaanpassung kommen? Glauben wir nicht. Sie sagen, dass die Rekordbeschäftigung und das Wirtschaftswachstum eine Folge der 140 Maßnahmen des Klimaschutzplans sind. Wenn aber einer von den 140 Maßnahmen, die 140 Millionen € kosten, alleine schon das Landesticket für die Landesbediensteten sind und die ja in zwei Jahren 110 Millionen € fast ausmachen, da können Sie doch nicht ernsthaft behaupten, dass der Klimaschutzplan diesen wirtschaftlichen Aufschwung verursacht hat.
Mir scheint, dass Sie beim Verfassen dieser Regierungserklärung ein bisschen zu viel Pathos und ein bisschen zu wenig reale hessische Luft eingeatmet haben. Und dann hat die Landesregierung ja auch noch ein Jahr vor der Landtagswahl plötzlich den ländlichen Raum entdeckt. Das haben wir ja eben schon gehört. Seit Sie auch noch festgestellt haben, dass dort 50% der Wähler wohnen, vergeht ja auch kein Tag ohne eine Pressemeldung zu diesem Thema. Und dabei werden dann eben Maßnahmen als Wohltaten verkündet, die das Land schon seit Jahren leistet, die aber nun als etwas Besonderes gefeiert werden. Und insgesamt ist das schon ein skurriles Schauspiel, das Sie da veranstalten, wenn man sich vor Augen führt, wie diese Landesregierung tatsächlich gegen den ländlichen Raum arbeitet. Und da bin ich sehr gespannt auf die Flying Academy. Es ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, eventuell zu fliegen, weil mit dem ÖPNV kommt man ja nicht so weit auf dem Land. Bei uns hat es nicht geschneit. Ihre Politik verhindert da nicht den Ausgleich zwischen Stadt und Land, wie Herr Landau das eben auch gesagt hat und sich sicherlich auch wünscht. Ihre Politik fördert da die Schichtenreibung, die Frau Hinz eben angesprochen hat. Und im Übrigen will ich hier einmal festhalten, dass die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie schon eine ziemlich leere Phrase ist. Und als Liberale sage ich Ihnen, dass sich Ökonomie und Ökologie alleine schon aus der Frage der Ressourceneffizienz marktwirtschaftlich recht leicht vereinbaren lassen. Deswegen gibt es auch von unserer Seite zu diesem Vorhaben gar keinen Widerspruch. Aber es ist eben nicht die große Überschrift, die für eine Zukunftsgewandtheit steht, wie Sie das immer darstellen wollen. Statt Ökologie und Ökonomie zu vereinbaren, betreiben Sie inzwischen eine pseudoökologische Politik, die weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll ist. Sie ist getragen von Ideen von vorgestern, die eben gerade nicht mehr geeignet sind, ökologisch voranzukommen. Und es sind die gleichen grünen Themen, die seit Jahrzehnten von Ihnen propagiert werden. Es gibt dabei jetzt nur einen Unterschied. Die CDU will all diese Ideen, die sie früher aus guten Gründen abgelehnt hat, nun noch schneller verwirklichen als die GRÜNEN selbst. Dann haben wir die Agrarwende, Verkehrswende, Energiewende, Lärmdeckel, Fahrverbote, FSC, Jagdverordnung, könnte man immer so weitermachen. Alles, was Schwarz-Grün in seiner Weisheit beschließt, wird plötzlich zu einem Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie. Ich suche mir heute nur drei Beispiele heraus, um aufzuzeigen, warum Sie bei der Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie versagen. Ich könnte auch darüber reden, wie sehr Ihre Agrarpolitik in der Landwirtschaft inzwischen umstritten ist, wie Sie z.B. durch Ihr neues Wassergesetz auf einen Schlag 2.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche verbrauchen, um dann im Landesentwicklungsplan den Flächenverbrauch zu bedauern. Ich könnte auch über die Frage reden, ob Ihr Klimaschutzplan auch nur einen minimalen Effekt hat oder was eigentlich Ihr Beitrag bei der Beilegung des Problems bei K&S war. Aber viel spannender sind auch die Themen, von denen Sie heute bisher nicht gesprochen haben, z.B. die Energiewende, die völlig verfehlt und aus dem Ruder gelaufen ist. Bei der Energiewende spielen inzwischen weder Ökologie noch Ökonomie auch nur im Ansatz eine Rolle. Und hier scheinen für Sie die hochtrabenden Ziele der Ökologie vollkommen vernachlässigbar. Da werden Windräder tief in die Wälder gestellt, dafür werden große Waldflächen gerodet und Zuwegungen geschaffen. Und auf die Gewässerökologie im Wald wird keine Rücksicht genommen, und das Tötungsverbot für bestimmte Vogelrassen wird dann auch schon einmal aufgehoben. Die Abstände von Windrädern zu Fledermauskolonien wurden von diesem Umweltministerium, von Ihnen, Frau Ministerin, massiv reduziert. Und das alles für eine Energiereform, die nicht dauerhaft zur Verfügung steht und deren Erzeugung deswegen auch derzeit unserer Stromversorgung nicht sicherstellen kann. Und das alles für eine Energiewende, die uns Verbraucher im Jahr 25 Milliarden Euro kostet und die auch den CO2-Ausstoß trotz dieser enormen Ausgaben um kein Gramm CO2 gesenkt hat. Das hat weder etwas mit Ökonomie noch mit Ökologie zu tun. Das ist schlicht Ideologie. Thema Verkehrswende, Mobilität. Ihre Verkehrswende besteht doch eigentlich nur daraus, notwendige Straßensanierungen und Ortsumgehungen zu verschieben und stattdessen Freifahrtscheine an Landesbedienstete auszugeben. Nur Freifahrtscheine auszugeben, das ist aber kein Mobilitätskonzept. Was ist denn ökologisch daran, den Menschen entlang vielbefahrener Bundesstraßen die Ortsumgehung zu verwehren? Was ist ökonomisch sinnvoll daran, Straßensanierungen immer weiter zu verschieben? Für den ländlichen Raum wollen Sie statt guter Infrastruktur
modernes Trampen in Form von Mitverbänken etablieren. Das haben wir beim letzten Mal ja schon alle ausdiskutiert. Und auch bei der Luftreinhaltung wollen Sie zwar keine Fahrverbote, aber Sie werben ständig für die blaue Plakette. Und ich frage mal in die Runde, was ist denn bitte an der blauen Plakette anders als ein Fahrverbot? Wenn ich die Plakette nicht bekomme, dann ist das ein Fahrverbot. Und was ist daran innovativ? Und was ist daran ökonomisch? Und wenn man mal für einen Moment an den CO2-Ausstoß denkt, was ist an dem Kampf gegen den Diesel denn bitte ökologisch? Ja, das sind vielleicht zu viele Fragen. Okay. Statt diese Debatte mit innovativen Ideen und digitalisierten Lösungen zum Verkehrsfluss voranzubringen, fällt Ihnen nur die blaue Plakette ein. Mit dieser Unruhe, die Sie damit in den Markt tragen, machen Sie den Diesel kaputt und mit ihm die effizienteste Technik, die wir zur Erreichung der Klimaziele dringend brauchen. Das ist ökologisch und ökonomisch der falsche Weg. Dann komme ich auch gerne noch zu einem meiner Lieblingsthemen, der Forstwirtschaft. Das ist nämlich der Gipfel des ökonomischen und ökologischen Irrsinns. Sie wissen schon, warum in Ihrer gesamten Regierungserklärung die Worte Forst und Wald nicht ein einziges Mal vorkommen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Regierungserklärung der Umweltministerin, und das ist ja so eine Art Regierungsbilanz der letzten 5 Jahre, und das Wort Wald taucht dort nicht ein einziges Mal auf. Aber nirgends wird so deutlich, dass die Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie, die Sie propagieren, Ihnen jedenfalls nicht gelungen ist. Nirgends wird so deutlich, dass die GRÜNEN in dieser Landesregierung ihre alten Themen versuchen, unter dem Deckmantel von Ökonomie und Ökologie durchzusetzen. Deswegen kann ich Ihnen dieses Thema auch heute nicht ersparen. Und untersucht man die FSC-Zertifizierung nach Ihrem Mantra, so muss man feststellen, ökonomisch macht die FSC-Zertifizierung des Staatswaldes keinen Sinn. Die Kunden zahlen für die Zertifizierung nicht zusätzlich. Und Ihr eigenes Gutachten hat ja auch belegt, dass es zu erheblichen Mehrkosten durch die Zertifizierung und die damit verbundenen Stilllegungen kommt. Ökonomisch ist also eine FSC-Zertifizierung auch kein Gewinn. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass es ökologisch eine Verbesserung gäbe und man deshalb den Ausgleich schafft. Und auch hier haben die Fachleute der Landesregierung von Hessen-Forst festgestellt, es gibt keinen ökologischen Nutzen durch eine FSC-Zertifizierung. Ich muss mal was trinken. Es stellt sich sogar die Frage, ob der Wegfall der Holzproduktion durch die Flächenstilllegung und der Ersatz dieses Holzes aus Importholz aus Russland oder anderen Ländern mit niedrigeren Standards nicht ökologische Nachteile hat, würden wir bejahen. Bei dem ganzen Thema Forst scheint Ihr eigener Leitsatz Ökonomie und Ökologie völlig an Ihnen vorbeigegangen zu sein. Sie schaden Hessen-Forst ökonomisch und bleiben bei Ihrer ideologischen Position einer FSC-Zertifizierung, weil Sie diese schon seit Jahren fordern. Und die CDU geht diesen unsinnigen Weg gegen jede Vernunft mit. Das ist uns unverständlich. Hier zeigt sich besonders, dass die angebliche ökologische Politik der GRÜNEN allzu oft gut gemeint ist. Aber am Ende ist eben gut gemeint nicht immer tatsächlich gut gemacht. Und weil beim letzten Mal bemängelt wurde, dass wir keine eigenen Vorschläge gebracht haben, mache ich das jetzt einmal. Wir Freien Demokraten sind nämlich im Übrigen sehr dafür, dass wir sowohl ökonomisch als auch ökologisch vernünftig und nachhaltig handeln. In Schleswig-Holstein hat sich die Landesregierung aus CDU, Grünen und FDP diesen Leitsatz ja ebenfalls gegeben. Aber die hessische Landesregierung ist an ihrem eigenen Obersatz gescheitert. Und wir Freien Demokraten, wir stehen für eine nachhaltige, marktwirtschaftliche und vernünftige Politik. Wir hinterfragen die Ideen auf ihre Sinnhaftigkeit und halten eben nicht an alten Zöpfen fest, die längst überholt sind. Wir wollen eine ausgewogene Agrarpolitik, die nicht einseitig eine Produktionsform übervorteilt. Wir wollen eine ökonomisch und ökologisch nachhaltige Forstpolitik, die auf die Praktiker bei Hessen-Forst hört. Und wir wollen eine vernünftige Energiepolitik, die nicht vergisst, dass Wind und Sonne unseren Strom nicht sichern können und Windkraft im Wald den eigenen ökologischen Ansprüchen zuwiderläuft. Wir wollen auch eine Verkehrspolitik, die für den ländlichen Raum und die Ballungsräume Chancen bietet und nicht nur einseitig ausgerichtet ist. Wir wollen für dieses Land eine andere Politik, und wir wollen mehr Vernunft. Wir wollen eine umfassende Nachhaltigkeit erreichen und keine ideologischen Rezepte von gestern, sondern zukunftsgewandte Lösungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Das Wort hat nun Frau Abg. Feldmayer für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kein Frosch trinkt den Teich leer, in dem er lebt. Aber wir Menschen, wir vernichten den Lebensraum, in dem wir leben. Und deshalb müssen wir umsteuern. Und deshalb müssen auch Umweltschutz und wirtschaftliche Interessen zusammengedacht werden. Dass man gleichzeitig ökonomisch erfolgreich sein kann und aber auch ökologisch handelt, das zeigt diese Landesregierung. Die SPD hätte die Chance gehabt, jetzt auch einmal zu zeigen, wie sie Ökologie und Ökonomie zusammenbringen will. Herr Lotz, das haben Sie leider nicht geschafft. Ich habe Ihren Beitrag überhaupt nicht verstanden. Sie haben sich überhaupt nicht thematisch um dieses Thema gekümmert. Was mich auch überhaupt nicht wundert, wenn man einmal überlegt, dass schon allein bei Ihnen in der Fraktion Menschen zu einem Thema unterschiedlich reden. Schaut man sich an, was Herr Schäfer-Gümbel sagt zum Thema FSC-Zertifizierung, ja, dann sagt man auf einmal, ja, ja, wir können uns vorstellen, ja, mal eine höhere Zertifizierung zu machen, eine bessere im Wald. Schaut man sich wieder an, was Herr Lotz sagt, dann sagt er, das ist unsinnig. Also da sind schon mal zwei Stimmen bei einem Bereich unterschiedlich unterwegs. Oder schaut man sich zum Beispiel mal an in Ihrer Partei, was die SPD in Frankfurt zum Thema Flughafen sagt. Nachtflugverbot. Da ist der Oberbürgermeister, der sagt, wir wollen von 22 bis 6 Uhr ein Nachtflugverbot haben. Hier im Landtag die SPD davon keine Rede. Also, Sie kriegen es noch nicht einmal auf die Reihe, bei einem Thema, nämlich Ökologie, mit einer Stimme zu reden, meine Damen und Herren. Und DIE LINKE die hat hier sich in theoretischen Überlegungen ausgelassen. Ja, wir müssen radikaler werden, wir müssen diskutieren, wir müssen debattieren, wir müssen Gutachten, wir müssen Studien erstellen und, und. Meine Damen und Herren von den LINKEN, auch das ist keine pragmatische Politik für die Menschen in Hessen, wenn wir diskutieren, wenn wir debattieren, wenn wir irgendwelche Studien auf den Weg bringen, untersuchen zu dem Thema. Mir hat an Ihrer Rede gefehlt, dass Sie praktische Überlegungen zu diesem Thema mal hier auf den Tisch bringen, wie Sie Ökologie und Ökonomie zusammenbringen wollen. Und Frau Knell hat wieder einmal bewiesen, dass es gut ist, dass Sie nicht mehr in der Regierung sind, dass die FDP nicht mehr in der Regierung ist, weil das, was Sie zum Thema Ökologie hier beizutragen haben, das ist wirklich unterirdisch, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir machen das anders mit Schwarz-Grün in der Landesregierung, und das kommt den Menschen hier auch tatsächlich zugute. Wir investieren in den wichtigen Bereichen Mobilität, Wohnen, Energiewende und Klimaschutz. Und davon profitiert die Wirtschaft, davon profitiert die Umwelt, und davon profitieren die Menschen hier in Hessen ganz konkret. Und ich habe schon gesagt, wir haben es hier jahrzehntelang in Hessen erlebt, dass das Thema Ökologie nicht so beachtet wurde, wie es notwendig wäre, und dass den wirtschaftlichen Interessen der Vorrang eingeräumt wurde. Stichwort Flughafenausbau. Wir müssen in dieser Landesregierung mit dieser damals getroffenen politischen Entscheidung, die wir nach wie vor für kurzsichtig und falsch halten, leben. Wir können es leider nicht rückgängig machen, dass der Flughafen ausgebaut worden ist, mit den Stimmen der SPD, der FDP und der CDU. Aber erstmals gibt es einen Verkehrsminister in Hessen mit Minister Al-Wazir, der daran arbeitet, die Folgen des Ausbaus abzumildern. Und das war wirklich ein Paradigmenwechsel, wenn ich auch einmal die BUND-Pressemitteilung zu diesem Thema zitieren darf, meine Damen und Herren. Ja, und ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, es ging uns zu langsam die ganze Zeit mit dem Thema Klimaschutz und der Energiewende. Und natürlich ist doch, das ist doch ganz klar, Damen und Herren von der Opposition, ist auch noch ganz viel zu tun. Und wir haben nur einen Planeten. Wir leben aber so, als hätten wir zwei bis drei Planeten. Und genau das ist der Grund, warum Ökonomie und Ökologie zusammengedacht werden müssen. Und das ist etwas ganz Besonderes in Hessen, dass die Landesregierung, dass Schwarz und Grün diese Themen Ökonomie und Ökologie nicht gegeneinander ausspielen, sondern dass wir das zusammen denken. Und auch wenn nicht alles gelöst ist, Frau Schott, Stichwort Kali und Salz. Es ist doch so, dass die Probleme angegangen werden. Und schauen Sie sich doch einmal an, der Ministerpräsident von Thüringen, der lässt sich doch gerne bei den Terminen bei Kali und Salz ablichten mit der KKF-Anlage. Da sagt er doch auch, dass es gut ist. Da sagt er auch, dass es Fortschritte gibt. Aber Sie hier im Hessischen Landtag ignorieren das vollständig. Das tut mir wirklich leid.
Und da muss ich sagen, wir sitzen hier in Hessen nicht die Probleme aus, wie wir es leider auf Bundesebene sehen müssen, auch mit Beteiligung der SPD. Der Dieselskandal zeigt doch, wenn man einseitig Unternehmerinteressen im Blick hat und die Ökologie vernachlässigt, wächst sich das zu einem wirtschaftlichen Problem aus, auch an die Adresse der FDP gerichtet. Das ist doch ein Problem, wenn man diese Probleme aussitzt. Für die Automobilindustrie ist das ein Problem, und das hat Folgen. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat das Folgen, aber auch für die Verbraucher. Wenn wir, und ich hoffe nicht, dass so kommt, Fahrverbote bekommen. Ich will noch einmal drei Beispiele nennen, wo Ökonomie und Ökologie zusammengehen in Hessen und dass es sich dabei sogar rechnet. Der erste Punkt, das ist der Ökolandbau. In Deutschland gibt es eine riesige Nachfrage nach Ökoprodukten, die nicht befriedigt werden kann. Die Hälfte aller Bio-Äpfel beispielsweise, die hier gegessen werden, sind importiert. Und deshalb haben wir in Hessen nicht nur aus ökologischen Gründen, es ist auch ökologisch sinnvoll, auch aus ökonomischen Gründen gesagt, dass der Bioanteil in der Landwirtschaft gesteigert werden soll. Und wir haben daher auch den Ökoaktionsplan auf den Weg gebracht. Und dieser Ökoaktionsplan trägt bereits Früchte. Also, wir haben einen großen Zuwachs an landwirtschaftlicher Fläche, die ökologisch bewirtschaftet wird. Und wir sind im Spitzenfeld der Bundesländer beim Ökoanbau. Das ist gut für die Bäuerinnen und Bauern, und das ist gut für die Verbraucherinnen und Verbraucher, und das ist gut für die regionale Wertschöpfung. Auch das rechnet sich. Wenn hessische Bioprodukte auf hessischen Tellern landen, dann ist das doch eine Win-Win-Situation, denn auch die Ökologie profitiert, weil der Ökolandbau die ressourcenschonendste Art ist, Landwirtschaft zu betreiben, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir nicht nur mehr Geld für die Förderung des Ökolandbaus bereitgestellt, sondern auch für die Verarbeitung und für die Vermarktung von Bio-Lebensmitteln, z.B. mit der Initiative Echt Hessisch. Wir wollen eine Landwirtschaft, die ohne schädliche Umweltfolgen produziert, die ohne Gift und Gentechnik wirtschaftet und wo die Haltung den Tieren angepasst ist und nicht umgekehrt. Und wir wollen auch eine Landwirtschaft, die den Landwirten faire Preise sichert. Ich bin davon überzeugt, dass nur so die Landwirtschaft auch zukunftssicher wird. Das ist wichtig, dass es hier eine Entwicklung gibt, denn die gesellschaftlichen Ansprüche in diesem Bereich haben sich weiterentwickelt. Ich bin 100% davon überzeugt, dass sich die Gesellschaft da nicht mehr ändern wird, dass sich diese Ansprüche nicht mehr zurückentwickeln werden, sondern dass sie auch noch steigen. Der zweite Punkt, den ich nennen möchte, wo es sich auch lohnt, Ökologie und Ökonomie zusammenzudenken, ist der Punkt Wohnungspolitik. Auch hier ist es wirklich essentiell, Ökologie, Wirtschaft und Soziales zusammenzudenken. Und auch das rechnet sich. Wir haben hier in Hessen ein Maßnahmenpaket geschnürt, das ausgestattet ist mit 1,7 Milliarden €. Und dieses Maßnahmenpaket, das umfasst alle Aspekte einer Wohnungspolitik, die notwendig sind, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Erstens hohe Investitionen, zweitens attraktive Förderprogramme und drittens die Aktivierung von Bauland. Und auch hier gilt, die Ökologie wird mitgedacht. Wir wollen nämlich nicht nur, dass die Menschen bezahlbar wohnen können, wir wollen auch, dass sie gut wohnen können und ein gutes soziales Umfeld beispielsweise vorfinden, dass sie Grünflächen vorfinden und eine gute Infrastruktur. Dementsprechend sind auch die Städtebauprogramme in Hessen hier konzipiert worden. Klimaschutz wird berücksichtigt, Klimaanpassung, aber auch Grünflächen. Und Wohnen, meine Damen und Herren, ist für uns Grüne mehr als Stahl, Glas und Beton oder Bauen, 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 so wie es die Sozialdemokraten formuliert haben. So eine Wohnungspolitik, die schafft Probleme. Das hatten wir doch schon einmal in den 70er Jahren. Bis heute haben wir mit diesen Problemen der Wohnungspolitik der 70er Jahre zu kämpfen. Das wollen wir nicht mehr, sondern wir wollen gutes und bezahlbares Wohnen in Hessen hier. Ja, ich weiß, dass es wehtut. Aber ich glaube, die Fehler der 70er Jahre, die muss man auch einmal ansprechen können. Drittes Beispiel, wo Ökologie und Ökonomie zusammenpassen, das ist der Klimaschutz. Der Klimaschutz ist ein Beispiel dafür,
dass es zu katastrophalen Folgen kommt für Mensch und Natur, wenn man nicht handelt, wenn man wartet, wenn man aussitzt und wenn man eben Ökonomie und Ökologie nicht zusammendenkt. In Hessen ist die mittlere Jahrestemperatur seit Anfang des 20. Jahrhunderts um 0,8 Grad Celsius gestiegen. Die Anzahl der kalten Tage ist seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zurückgegangen, während die warmen und die heißen Tage stark zugenommen haben. Und auch die Niederschlagsmenge ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts angestiegen. Die Wetterextreme häufen sich also, und mit allen Folgen für die menschliche Gesundheit, aber auch für die Land- und Forstwirtschaft, Frau Knell. Das spüren wir doch jetzt schon. Da entstehen doch Millionen Schäden durch Wetterextreme. Ja, wir wissen auch, nicht jedes Wetterextrem hat mit dem Klimawandel zu tun. Aber die Häufung macht es aus. Das ist der Klimawandel. Denken wir doch nur an die Stürme der letzten Jahre. Xaver, Wiebke, Emma, Kyrill, Friederike, wie sie alle heißen, das kommt doch immer häufiger. Und auch das müsste doch der FDP auffallen, dass wir hier wirklich ein Problem haben und sie nicht immer wieder gegen Klimaschutzpolitik kämpfen sollten. Es gibt wirklich massive Schäden in der Infrastruktur, in der Energiewirtschaft, Schäden für die Städte, für die Kommunen, auch für die Forstwirtschaft, wenn wir den Klimawandel nicht energisch bekämpfen. Und auch bei diesen Beispielen sieht man, Ökologie und Ökonomie sind keine Gegensätze, meine Damen und Herren. Und wir haben als Koalition einen Klimaschutzplan auf den Weg gebracht, der Schritt für Schritt wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz umsetzt. 140 Maßnahmen sind benannt. 42 besonders wirksame Maßnahmen werden vorgezogen. Und die Ministerin hat bereits darauf hingewiesen, welche Maßnahmen ergriffen worden sind. Ich finde es auch schön, dass jetzt eine Transferstelle für die Klimaanpassung geschaffen wird. Ein neuer Punkt, den ich hier hervorheben möchte, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man auch beim Thema Klimaanpassung reagiert. Insgesamt werden in den nächsten zwei Jahren 140 Millionen € zusätzlich in den Klimaschutz investiert. Die Investitionen hier in Hessen, zum Beispiel die Förderung der Umrüstung auf LED-Leuchten, die deutlich energieeffizienter sind, das PIUS-Programm für Unternehmen, um Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit zusammenbringen, die Förderung von Elektrobussen, all das sind doch wirklich gute Maßnahmen, die die Landesregierung hier auf den Weg gebracht haben. Und diese Maßnahmen zeigen doch, dass es sich auch wirklich lohnt, in Klimaschutz zu investieren. Aber Klimaschutz ist natürlich eine Querschnittsaufgabe, wo man in allen Bereichen schauen muss, dass man etwas tut. Und weil ich ja, wie Sie wissen, auch für den Kulturbereich zuständig bin, möchte ich auch zu diesem Bereich etwas sagen. Im Kulturbereich wurde die Bühnentechnik in vielen Staatstheatern, auch in Frankfurt in einem Theater, gegen energiesparende Beleuchtung ausgetauscht. Und auch das wird gefördert von der Landesregierung. Oder schauen Sie, wie wunderbar der Preis für nachhaltige Kinos in der Kinobranche, in der Filmszene hier in Hessen angenommen wird. Auch das sind die Erfolge, die ich gerne hier bei diesem Thema nennen möchte. Also, meine Damen und Herren, in allen Bereichen tut sich etwas, und wir zeigen hier in Hessen mit Schwarz-Grün und mit dem Thema Ökologie und Ökonomie, dass wir die Probleme beherzt angehen. Da gewinnt die Wirtschaft, da gewinnt das Klima, und alles zusammen gewinnen dann die Menschen, auch hier in Hessen. Ich will nur noch einen Punkt nennen, um das Ganze plakativ zu machen. In Hessen wurde mit einer Studie errechnet, was passiert mit und was passiert ohne zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen. Das Ergebnis ist, das Bruttoinlandsprodukt und die Beschäftigung profitieren von zusätzlichen Klimaschutzmaßnahmen enorm. Also hier wird auch gezeigt, es lohnt sich wirklich, in Klimaschutz, in die Energiewende zu investieren. Und genau das machen wir auch in Hessen hier. Die Studie hat gezeigt, die in Hessen geplanten Maßnahmen, die wir jetzt Schritt für Schritt umsetzen, setzen Investitionsimpulse von 1,6 Milliarden € und schaffen wirklich auch Arbeitsplätze. Also ein tolles Investitionsprogramm. Also, meine Damen und Herren, ich möchte zum Schluss noch einmal auf die Metapher vom Froschteich eingehen. Schlaue Frösche trinken den Teich, in dem sie leben, nicht leer. Seien wir auch schlau und schützen wir auch in Hessen unseren Lebensraum. Wir haben nur einen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Feldmayer. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Regierungserklärung abgegeben und besprochen und der Tagesordnungspunkt 2 erledigt.